Jetzt habe ich nämlich nicht gelesen, was da drauf gestanden ist in dem Brief. Naja, vielleicht, wenn sie auf Pause drückt, könnt ihr es ja selber mal lesen. Ich kann es leider nicht. Meine liebste Catherine, ich denke daran zurück, wenn ich dich das erste Mal sah und die Wärme, die mich so überwältigte. Wir waren zwei verlorene Seelen, die einen Platz suchten, wo sie hingehörten und sie selbst sein konnten. Ich hätte das für dich sein können, aber du hast nicht zurückgewiesen. Du hast die Nähe eines anderen gesucht. Jemanden, der dich nie so wie ich verstehen würde. Du bist meine zweite Hälfte und ich werde dich mit niemandem teilen. Niemals! Ich liebe Martin. Aha. Er behauptet, dass er Catherine Saunders geliebt hat, versucht sie dann aber zu ermorden. Ich bin mir nicht sicher, wie jemand so einen Gedankensprung machen kann. Nun ja, dann hatte Martin wohl nicht alle Schrauben beisammen. Scheinbar hat sein Ärger seine Handlungen beeinflusst. Außerdem hatte er ein leicht getrübtes Realitätsverständnis. Jo, gespaltene Persönlichkeit, ne? Schreibmaschinentaste. Hui, toll, jetzt können wir Rätsel lösen. Ich bin so froh. Was ist denn das schon wieder? Bewege das markierte Feld zum Schlüsselloch, um die Tür zu entriegeln. Wenn eine Zahl hervorgehoben ist, bestimmt diese, wie viele Felder die nächste Zahl entfernt sein darf. Du kannst jede Zahl auswählen, die horizontal oder vertikal entsprechend viele Felder von der vorherigen Zahl entfernt ist. Was? Aha. Aha. Achso, und ich muss dann zum Schlüsselloch gelangen, oder wie? 1, 2, dann kann ich wieder 1, dann kann ich 3, dann kann ich 3. Scheiße. Und dann kann ich jetzt 2, 4. Dann bin ich erst wieder da. Wenn ich jetzt hier gehe, nein, wenn ich jetzt 3. Dann habe ich hier eine 4. Ich muss eigentlich, ich muss hierher. 1, 2, 3, 4, 5. Hier oder hier? Zu der 5. Zu der 5 komme ich aber nur. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich die 5 habe. Zu der 5 komme ich wiederum, wenn ich. Die 2 habe. Zu der 2 komme ich aber wiederum nur, wenn ich. Ja, die 2 habe oder die 3 habe. Dann komme ich hierher. Scheiße. Nein, was habe ich gemacht? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Mit der 5 war ich hier stehen geblieben. Ach, scheiße, ich habe mich vertan. Nein! Jetzt bin ich jetzt hätte ich es richtig gehabt. Scheiße. Das sind ja keine 5. 1, 2, 3, 4. Scheiße, das ist ja die 5. Dann da müsste es sein. Oh, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Ja, das heißt ja eigentlich im Prinzip, ich kann scheißen gehen. Auf gut Deutsch, ne? Okay, ich muss. Okay, anderer Weg. Ich rauche mal dazu eine an. Also erfordert ein bisschen Gehirnschmalz und Gehirnschmalz kann ich nur entwickeln, wenn ich eine rauche, ne? So. Also, lasst uns mal überlegen, Leute. Zu dem Schloss komme ich nur, wenn ich die 5 hier habe. Die 5 kriege ich aber hier nur. Zum Beispiel. Wenn ich hier die 2 habe. Die 2 kriege ich nur. Wenn ich. Gar nichts hab. Da gibt's keinen Weg. Da gibt es keinen Weg so hin, oder? Na. Und da ist eine 5. Gut, dann kam ich von unten so gar nicht hin.
sondern kommt nur von dahin. Das heißt, der Zweier brauche ich 1, 2, da bin ich im Schloss. Also den Zweier hier. Von der Seite komme ich nicht zum Zweier. Ja, von der Seite auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, dann bin ich hier. Dreier, eins, zwei, drei, bin ich auch hier. Bei dem Zweier bin ich eins, zwei, bin ich auch hier. Bei dem Zweier, eins, zwei. Den Zweier hier bräuchte ich. Den Zweier oder den Fünfer. Drei nutzt mich aber nichts. 1, 2, 3. Moment. Na, so nutzt du das auch nichts, wenn ich jetzt hier auf den Zweier gehe. Dann bin ich erst wieder da. Wenn ich jetzt den Fünfer hier habe. 1, 2, 3, 4, 5. Zu dem Fünfer komme ich aber nur, wenn ich diesen Zweier hier habe. Weil anders komme ich nicht hin, weil der Fünfer 1, 2, 3, 4. 4 geht nicht, 2 geht. Dann heißt es den Zweier. Den Zweier kriege ich aber nirgendwo. Also weder von der Seite so, noch von der Seite, noch von oben. Weil hier habe ich einen Dreier, das heißt, ich komme halt hierher. Moment einmal. 1, 2, 3, da, den Vierer bräuchte ich, genau, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 5 und dann rüber. Den Vierer brauche ich. Zu dem Vierer komme ich mit dem Zweier. Dem Zweier komme ich aber nur mit dem Zweier. Zu dem Zweier komme ich aber nur mit dem Einser. Mit dem Einser komme ich mit dem Zweier hier. Zu dem Zweier komme ich mit dem Vierer. Passt. Scheiße. Dann muss ich zu dem Einser hier. Eins runter vier. Eins, zwei, drei, vier. Zu dem Vierer muss ich. Also zu dem Einser. Dann habe ich den Weg. Zu dem Einser da oben. 2, 3, 2, 1, Scheiße. 4, 4, 4, 2, 2. Ach, ist das ein Scheißendreck, Alter. Okay, ich muss. Zu dem Einser hier. Zu dem Einser komme ich aber nur mit dem Dreier hier. Genau, mit dem Dreier komme ich zu dem Einser. Dreier. Ich habe gesagt 1 auf 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hey, jetzt bin ich hier auf den Einser, was ich haben will. Dann habe ich gesagt, den Zweier, den Vierer, den Zweier, den Fünfer und ich bin drinnen. Na, was mache ich denn so kompliziert? Trottel. Hier sind freigelegte Kabel. Wunderschön. Es muss ein Exempel statuiert werden. Was? Mit meinem Bild? Kestel, wir haben ein großes Problem. Scheinbar bist du das endgültige Ziel des Killers.
Ich habe ein schlechtes Gefühl diesbezüglich. Wir müssen zurück in mein Loft. Alexis könnte dort alles allein sein. Oha. Castles Loft. Oh nein, wir kommen zu spät. Alexis. Nein, alles okay, sie atmet noch. Es sieht so aus, als sei sie bewusstlos geschlagen worden während einer Handgreiflichkeit. Ich bringe sie ins Krankenhaus. Alles klar, wir machen ohne dich mit der Untersuchung weiter. Ruf mich an, sobald sie wach wird. Rache. Rache, dafür brauche ich Kessel nicht, das verstehe ich auch so. Ich erinnere mich daran aus Sherlock Holmes erstem Roman. Scheint so, als ist mein Schuldeutsch doch für irgendwas nützlich gewesen. Eine Bratenspitze. Die Steine hier haben eine andere Farbe und der Mörtel scheint erst kürzlich getrocknet zu sein. Oh, in dieser Welt kommt es nicht so wohl darauf an, was man wirklich tut. Tut mit H. Tut, rief mein Gefährte. Nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit als darauf, dass man den Leuten einen hohen Begriff von seinen Taten mit H, beizubringen weiß. Aber einerlei fuhr er nach einer Pause in heiterem Tone fort. Ich hätte mir den Fall um keinen Preis entgehen lassen mögen. Es ist einer der besten, die mir je vorgekommen sind. Der Hardcover-Killer ist offensichtlich der Meinung, dass Castle seinen Erfolg nicht verdient. Und eine Musketenkugel. Da. Die mir je vorgekommen sind. Trotz seiner Einfachheit enthielt er mehrere äußerst lehrreiche Punkte. Okay. Der Killer brach in Castles Wohnung ein in der Hoffnung, ihn dort anzutreffen. Mord wurde inszeniert, um eine Szene aus Studie in Scharlachrot nachzustellen. So, was haben wir sonst noch hier? Ein Schweißbrenneraufsatz. Drei mit der Metallkugel scheinen in dieser Kiste zu fehlen. Okay, haben wir eine. Fehlen noch zwei. Oh, da war die Farbrolle. Da haben wir den Farbeimer. Dann die Schreibmaschine und alles. Okay, sonst können wir hier anscheinend nichts machen, oder? Castles Loft kann man trotzdem noch irgendwas machen. Ja, die Kugeln können wir verschieben. Aber sonst nichts mehr. So, Bootshaus. Kann man im Bootshaus noch was machen? Ja, ein Wimmelbild. Ich klicke mal wieder alles an, ne? Voller Freude und Schandtaten. Und weil ich es einfach kann, dann klicke ich jetzt mal alles an. Weil ich es kann, wie gesagt, ne? Andere können das ja nicht von sich behaupten, ne? Das Blatt haben wir tatsächlich gesucht. Ein Computerkabel haben wir hier und einen Pfannenwender. Pfannenwender. Hallo, Pfannenwender. Da haben wir den Pfannenwender. Ein Angelschnurschneider. Jetzt bauen wir einen Angelschnurschneider. Bauen wir das vielleicht hier dort? Ne. Huch. Was haben wir da jetzt? Scheißbrenneraufsatz. Können wir da scheißbrennen? Psst. Nein. Okay, Entschuldigung. War ein Missverständnis. Bootshaus. Warte mal, Angelschnurschneider. Kann man angelschneiden? Ja! Da haben wir den Fisch. Fischköder. Kann ich jetzt vielleicht mit dem Fischköder zum Bootshaus zurück, da rein in die Kiste schauen? Ja, Tatsache. Ein Senkblei. Da haben wir die zweite Kugel in Castles Loft. Und eine fehlt uns noch. Ah. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Da wäre ich jetzt wirklich überfragt gewesen, aber gut.